Freiwillige Feuerwehr Grimmitschau musste am Sonntag kurz nach 20 Uhr einen VW-Polo-Fahrer retten. Der 21-Jährige war in einer Linkskurve auf der S290 Richtung Grimmitschau von der Straße abgekommen. Anschließend prallte er gegen einen Baum. Der junge Mann wurde aus dem Auto geschleudert und unter dem Fahrzeug eingeklemmt. Ein durch die Polizei angeordneter Atemalkoholtest ergab 0,48 Promille. Schwer verletzt wurde der junge Mann in das Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden betrug 5.500 Euro. Die S290 musste zwischen Grimmitschau und dem Abzweig Neukirchen für 2 Stunden voll gesperrt werden.